Tropical Sunray, unser heutiger Fashion-Thema, wie man coole Farben kombinieren kann, wie zum Beispiel Orange und Fuchsia und natürlich noch vieles mehr. Coole Drücke. Und wir starten nämlich gerade auf unserer rechten Seite, nämlich Rosa und Orange. Ganz lässige Kombi. Nebst der lässigen Farbkombination ist natürlich die Thematik, kann man überhaupt einen Blazer mit so einem Lichtkleidchen kombinieren? Selbstverständlich geht das. Aber es kommt darauf an, wie du den Blazer anlegen. Und da ist ein Tipp von mir. Schaut wirklich, dass die Ärmel nach hinten krempeln. Oder da zum Beispiel mit dem Kleid, dass ihr das so seht. Es muss ein legerer Look sein. Dabei, es darf ja nicht zu steif sein. Am besten auch mit einem Turnschuh das Ganze kombinieren. Dann sieht nämlich das Outfit ganz, ganz lässig aus. Weil sonst kannst du dazu kombinieren, entweder ein Jeansjäckli oder ein Pullöverli. Aber ich finde es viel, viel lässiger mit einem Blazer. Schick und cool finde ich die Kombi. Und farbentechnisch mega, mega fresh. Selbstverständlich kann man den schönen Blazer auch anders kombinieren. Color in Color, ich finde das wunderschön, so die Einheit von der Farbe her. Aber dafür, wo man Akzente setzt, ist bei den Hosen. Genau, dann nehmen wir eine von Angels oder von Gambia, Entschuldigung. Und kombinieren die so zusammen, das finde ich ganz ein lässiges Outfit. Eben für auch Business oder auch privat. Aber ich finde, das sieht recht frisch aus. Dazu würde ich kombinieren, wenn man wirklich frech gehen will, so eine Sandale. Ihr seht. Dann tut man wieder die Farbe Fuchsia, die stärkere wieder aufnehmen. Aber selbstverständlich geht das auch mit einer hellen Sandale. Das ist ein bisschen schicker. Aber so würde ich das Ganze auch kombinieren. Und voilà. Es ist nicht ganz der tropische Look, aber Blumen gehören eben auch dazu zu dem Thema. Aber ganz tropisch wird es jetzt und zwar mit dieser Kombination. Ja, die Natur ist dankbar, weil die Farbe Grün lässt sich praktisch mit allem kombinieren. Also ich finde es irrsinnig, auch zum Beispiel die Hose von Luisa Cerano sehr schön fließend. Und es ist wichtig, dass die Hose wirklich fließen tut, auch vielleicht mit einem Oberteile, die fließend ist im Material. Also das finde ich ganz lässig, wie zum Beispiel auch mit meiner, ein bisschen kombiniert oder repetiert wieder mit meiner Sandale, die ich hier habe. Das finde ich auch schön. Und da finde ich die Möglichkeit, nicht nur immer hell drunter zu tragen, sondern mal so zu kombinieren, finde ich mega lässig. Dazu könnte ich gerade meinen Blazer in der Kombination haben. Voilà. Schick, fließend, schön. Tropical Feeling. Und sonst kannst du es immer noch mit einer beige Bluse kombinieren. Also da hast du viele, viele Möglichkeiten. Oder mit einem Stiletto. Aber das finde ich eine schöne Möglichkeit. Mein schönes kleines Body kommt natürlich nicht vorenthalten von der Luisa Cerano. Ganz, ganz lässig. Ich finde, er hat auch eine gute Länge für meine Beine. Ich habe nicht so schöne Beine. Ich habe gerne, wenn die Röcke ein bisschen länger sind. Aber gleich luftig, lässig sind. Oder lässig ist. Was ich hier lässig finde, auch bei diesem Kleid, ist, dass man das kann, je nach Figur, das Ganze ein bisschen enger kannst machen. Also, ich bin jetzt bezahlt dafür, aber wenn ich in Erwartung wäre, könnte ich das immer mehr ein bisschen loslassen. Und das kannst du wirklich tragen, ohne Ende. Also wunderbar. Und für all die Frauen, die sich fragen, ja, wie sieht es denn aus unter einem Blazer, achte davon, ich nehme nicht gerne weg, weil ich finde die Kombo von der Farbe einfach spitze. Also die Indian Color finde ich mega fresh. Und auch für jemanden, der, ja, du musst nicht dunkel sein für das. Ich bin im Moment auch nicht so bronze oder habe einen frischen Teint, aber ein bisschen schminken und dann kannst du die Farbe nämlich super anlegen. Aber schau dir mal das Kleid an, wie lässig das aussieht mit diesen Ballonärmel. Du bist im Prinzip total angelegt. Du kannst auch einen Turnschuh anlegen dazu. Du kannst auch ein schönes Stiletto dazu anlegen. Oder eben eine Sandale, wie ich sie jetzt auch habe. Wo ein bisschen Kontrast reinbringt. Was kann man noch mit dem schönen Blazer noch kombinieren? Apropos, der Blazer ist von Marc Haen. Ungefüttert, leicht, Leineneffekt. Wunderbar, irrsinnig finde ich auch von der Machart. Es gibt ihn noch im Beige, einfach so als Info. Aber ich finde ihn genau in dieser Farbe absolut frech. Und dazu unser Falterrock. Die sind immer noch sehr, sehr aktuell. Und den würde ich nämlich so kombinieren.
schick, lässig, sogar mit dem Schuh, den ich trage, abgesehen von den Schuhen, wahnsinnig bequem. So Sandalen mal, es tut mir weh, aber der muss ich sagen, irrsinnig. Und der ist von Carano. Von der Marke Carano, den haben wir neu in der Saison. Dazu würde ich aber kombinieren, natürlich so mit einem hellen Shirt. Es kann auch ein ganz weißes sein. Es kann auch ein Blüschen sein in hell. Dazu das Ganze so kombinieren. Schaut mal, mega lässig. Statt der Schuhe könnt ihr natürlich kombinieren in diesen Sneaker. Der darf nie fehlen. Der passt eigentlich zu allem. Was ich euch da gezeigt habe, der weiße Sneaker, habe ich extra das mal nicht mitgenommen. Aber ihr seht, ein schönes Kombo. Wie man den tragen tut, habe ich euch schon 100 Mal gezeigt. Aber ich zeige es noch einmal, für die, die das noch nicht gesehen haben. Ein Faltenschutz trägt man nicht in der Taille, weil das trägt auf, wie ihr seht. Der trägt man die Hüfte und dafür oben durch ein ganz lockeres T-Shirt. Das Ganze, und es wirkt viel, viel frecher, viel, viel jünger und es macht es nur dazu schlanker. Was geht noch weiter mit dem wunderbaren Blazer? Natürlich von schönen Hosen. Da habe ich von Angels. Ganz lässig. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Schon die Farben zusammen passen irrsinnig gut. Ich finde, die Hosen ist cool. Auch kombiniert mit dem Schuh oder ganz einfach, ganz simpel. Weil die Hose ja schon recht in der Bewegung ist. Also sehr viel, nicht kann sagen nervös, aber der Druck ist relativ stark, würde ich nachher drunter einfach arbeiten. Das heisst, der Schuh soll neutral bleiben, auch da wieder entweder mit dieser Farbe kombiniert, für jemanden, der einen schönen Teint hat und gerne ein bisschen rote Lippen, Lippenstifte drauf, oder bleiben wir in dieser Farbe und dann wieder mit dem Blazer. Auch eine sehr schöne Kombination, die der Stil Tropical Rain wieder reinbringt. Wunderbar. Ich hoffe, es gefällt euch. Und die Hose gefallen. Dann geht es weiter bei der nächsten Hose. Und zwar ist die von Marc Cain fließend. Und diese Hose empfehle ich hauptsächlich für Frauen, die gross sind. Ich merke immer wieder, dass Frauen, die gross sind, sagen, ja, ich finde nicht Hosen, die schön fliessen tun, immer zu kurz, weil ja die ganze Thematik oft sehr kurz ist von der Hose her. Aber die ist wirklich extra, extra lang. Die fließt wunderbar. Die kann schön in der Hüfte tragen. Also für eine grosse Frau irrsinnig. Und wenn jemand die schön findet, die nicht gross ist, ja, das kann man natürlich kürzen lassen. Das ist nie ein Problem. Aber die finde ich auch irrsinnig schön. So kombiniert. Vielleicht nicht gerade mit dem Blazer. Ich würde dazu eher sogar einen schwarzen Blazer anlegen. Ich finde das mega schick. Alles schwarz drunter, die Hose mit schwarzen Sandalen. Ich glaube, die gibt es sogar noch in schwarz. Oder einfach mit dieser Sandale simpel. Mega, mega schön. Schönen Outfit. Sommerlich, frisch. Voilà, da hat es wunderbare Taschen. Ich liebe natürlich Taschen. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Ihr seht, der Orange lässt sich relativ mit vielem kombinieren, aber doch nicht ganz mit allem. Ich habe heute auch das ausprobiert und habe gefunden, das beißt sich. Klar, wenn du unter den Schuhen hast, repetiert sich ein bisschen, wenn du vielleicht etwas Helles darunter anlässt, könnte das ja noch gehen. So kombiniert, aber ich finde es viel lässiger, wenn man das kombinieren mit einer Jeansjacke. Die Jeansjacke ist ein Must, entweder in Jeansform oder eben in weißen Denim. Das geht vielleicht noch besser zum Teil zum Kombinieren. Aber die Jeansjacke ist neben dem Blazer das Nummer 2, das im Sommer muss in dem Kleiderschrank haben. Und das sieht mega lässig aus. Ich würde sie so kombinieren. Dazu auch wieder so einen simplen Schuh. Und das finde ich so einen frischen Outfit für den Sommertag. Das ist top, top angelegt. So, kann ich wieder rein tun. Ja, und jetzt kommen wir gegen den Schluss und dann dürfen natürlich das Sport nicht fehlen. Zum Beispiel hier für die Bad Hair Days. Das sieht immer lässig aus, einem coolen Hut. Natürlich die richtigen Sonnenbrille dazu, das macht immer so einen mundänen Look. Und natürlich Strohtaschen, die gehören auch, sorry girl. Et voilà, und ich bin eigentlich ready für Ferien, für das Stadtbummel, für alles. Es muss jetzt einfach noch Sommer werden. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals fürs Zuschauen.